Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Wir sind heute am Start als Tabellenführer, gehen wir in die Partie gegen den eventuell trotzdem noch leicht favorierten 1. FC Kaiserslautern. Und dann spielen wir heute noch natürlich eine zweite Partie. Und zwar ist eine gute Frage gegen wen? Ach ja, genau, gegen den Bundesliga-Absteiger, gegen den SC Paderborn. Das heißt, gegen Stefan Effenberg effektiv hier natürlich noch nicht. Allerdings machen wir uns da einen Spaß draus und sagen, er ist einfach da. Wir trainieren unsere Mannschaft, wir trainieren natürlich unsere drei Neuzugänge. Das heißt, Gold, Pereira und natürlich auch Araujo zusammen mit Finne und mit Christensen. Ich habe mir übrigens mal so ein hier im Katalog da so ein Scout oder so ein Trainingsgerät gekauft, dass das Training intensiver ist. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich das öfter machen soll ab und zu mal und wie das aussieht. Soll ich mal einen kommenden Star scouten oder Finanzspritze machen oder sowas? Könnt ihr mir gerne mal reinschreiben. Das ist natürlich für die Karrieremode hier auch gar nicht mal so unmöglich und würde gerade bei Bielefeld mit der Finanzspritze mit dem kommenden Star vielleicht auch ganz gut an sich kommen. Aber ihr könnt das gerne in den Kommentaren mal entscheiden beziehungsweise da mal reinschreiben. Muss natürlich auch nicht exzessiv sein, nicht jede Saison eine Finanzspritze oder so, aber einmal und vielleicht zwei Stars oder sowas, mal schauen, irgendwie sowas wäre auf jeden Fall drin. Wir machen unsere Aufstellung, müssen ein bisschen rotieren, weil unsere Mannschaft nicht so ganz fit ist, hat ja nur einen Tag quasi Pause zwischen den beiden Spielen gegen den FC Kaiserslautern jetzt als nächstes und das wird auf jeden Fall eine schwierige Nummer, auch wenn wir zu Hause spielen und wir sind die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren der Liga, das soll so bleiben und mal sehen, wie das so funktioniert gegen die Offensive des FCK. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der 1. FC Kaiserslautern zu Gast in der Schüko Arena und das ist natürlich ein Duell, auf das die ganze zweite Bundesliga schaute. Der Tabellenerste gegen den vermeintlichen Tabellenführer, zumindest wenn es nach dem Potenzial geht. Lautern in den letzten Jahren immer wieder daran gescheitert aufzusteigen. Warum? Weiß niemand so wirklich. Im Endeffekt haperte es immer in den letzten Sekunden und heute wollten sie beweisen, dass sie gegen den momentanen Tabellenersten als Tabellendritter ein bisschen was mitzureden hatten. 2 Punkte trennen diese beiden Vereine, das heißt mit einem Sieg könnte man an Arminia Bielefeld vorbeiziehen und auf Tabellenplatz eindrücken. Vorausgesetzt, der VfL Bochum spielt mit, beziehungsweise man schießt selber genug Tore. Das ist aber das große Problem gegen die Arminia, denn die sind bisher das defensiv stärkste Team der Bundesliga. Bisher erst 3 Gegentore. Kaiserslautern selber die zweitstärkste Defensive mit 5 Gegentoren. Das heißt, das könnte heute ja ein klassisches 0:0 werden in der Schüko Arena. Beide Teams wollten das aber natürlich nicht und dementsprechend ja beide Mannschaften mit einer offensiven Aufstellung. Auch wenn bei Arminia Bielefeld viel rotiert wurde, viele neue Gesichter auf dem Rasen aufgrund dessen, dass nur 2 Tage Pause waren. Hesel im Kasten natürlich davor, dann Lang als erster Neuer, Sundberg und Börner die gewohnte Verteidigung, dann Striffler, dann auf 6 Jungglas, rechts Hämlein, links Mast vorne, Andreas Pereira und Fabian Klose zusammen mit Melvin Lorenzen. Das heißt, wir haben da einige neue Spieler, beziehungsweise neue Gesichter, die in der Saison bisher noch nicht so zum Einsatz gekommen sind. Auf der anderen Seite keine großen Überraschungen in der Startelf. Marius Müller im Tor, davor Jean Zimmer, Tim Heubach, Siebe Wulschur und Chris Löwe. Auf der 6 haben wir da Markus Karl und Alexander Ring, davor Daniel Halfer, Markus Piosek und Itegard Jensen und in der Sturmspitze ja das altgewohnte Bild. Wir, würde ich sagen, springen einfach mal rein in die Partie. Ansgar von Hauenstein, der Schiedsrichter, der diese Partie leiten wollte. Und das tat auch relativ gut. Die erste Szene der Partie übrigens, ja, relativ unspektakulär. Und bereits nach, na, sagen wir mal 10 Minuten hier ein Versuch von Lautern, das Ganze aber irgendwie abgefälscht. Dementsprechend gab es einen Eckball. Und bei Standards, da sind die Roten Teufel relativ gefährlich reingebracht. Das Ganze von Ring, dem finnischen Nationalspieler. Und der Kopfball ist da und da muss Hesel zum Glück noch nicht eingreifen. Das Ding geht über die Latte. Es gibt einen weiteren Eckball, aus dem wurde dann allerdings nichts. Kurz vor der Halbzeit dann mal wieder Lautern. Es gab wenige Torraumszenen, wie gesagt, die beiden stärksten Defensiven der Liga. Das Ganze wird aber hier jetzt gleich richtig gefährlich, denn der Ball kommt erstmal relativ ungefährlich Richtung Strafraum, Ring dann auf Piosek, der dreht sich, schießt 1:0. 43. Spielminute, plötzlich führte Kaiserslautern die mitgereisten Fans vollkommen aus dem Häuschen, denn damit hatte kurz vor der Halbzeit absolut niemand gerechnet. Sah an sich gar nicht so gefährlich aus, aber dann steht Piosek halt im 16er, wird nicht genug bedrängt von Soko Sundberg, macht das klasse, die Drehung ist gut. Hesel sieht auch nicht ganz ideal aus, aber plötzlich stand es 1:0. Bielefeld reagierte prompt und zwar über Pereira, die Leihgabe von Manchester United, Doppelpass hier in der Offensive und bekommt den Ball nochmal wieder, setzt sich dann klasse durch und zieht einfach mal ab, kurze Ecke 1:1, 45. Minute, 2 Minuten dauerte es, bis Bielefeld mit der Reaktion zurückkam und direkt mal den Ausgleich erzielte. Pereira hier mit einem schönen Tor, sein erstes in Diensten von Arminia Bielefeld, der ist ja für 3 Monate ausgeliehen als Kurzleihe von Manchester United und hier zeigt er, dass er in dieser Zeit sehr, sehr wichtig sein könnte. Schwach verteidigt von Lauter, Marius Müller sieht auch nicht gut aus, in der Torwart-Ecke darf sie normalerweise nicht schlagen lassen, aber so ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit und die zweite Halbzeit wurde dann erschreckend viel schwächer. Das natürlich gar nicht mal so möglich. Wir haben bereits erst 3 Torraumszenen gesehen. Allerdings wurde es schlechter und schlechter. Beide Teams kamen absolut nicht mehr vors gegnerische Tor.
Und wenn, dann sah das alles andere als professionell bzw. gut aus. Wir gehen schon in die 59. Minute. Da haben wir mal Lautern in der Offensive. Halfer legt den Ball nochmal zurück. Und dann kommt mal ein Versuch aus der Distanz gleich zustande von Ring. Allerdings abgefälscht und dementsprechend nicht mehr gefährlich fürs Tor von Wolfgang Hesel. Ist auch vielleicht besser so. Beim ersten Tor sah er nicht so gut aus. Andere Seite dann mal. Ja, außen der Pereira holt eine Ecke raus. Und das bereits relativ spät in der Partie. Und zwar in der, richtig gesehen, 88. Minute. Mast mit der Flanke in die Mitte. Soko Sundberg mit dem ersten Kopfballversuch abgefälscht, dementsprechend noch ein weiterer Eckball wieder reingebracht, natürlich von Daniel Mast. Und diesmal auf den Kopf von Fabian Klos und auf der Linie, gerade noch so geklärt von Bohmheuer. Das war die Riesenchance für Bielefeld, hier tatsächlich noch den Siegtreffer zu erzielen. Es wäre allerdings unverdient gewesen, denn beide Mannschaften, naja, hatten in diesem Spiel den Sieg nicht verdient. Eine Punkteteilung, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die beiden schwächsten, die stärksten Defensiven der Ligen und die schwächsten Offensivreihen, zumindest nach dieser Partie betrachtet, ist das auf jeden Fall etwas, womit sich beide beschäftigen müssen. Der Torabschluss ist vielleicht gar nicht so das Problem. Das Herausspielen der Chancen allerdings mag auch an den beiden Defensiven gelegen haben. Fiel den beiden Mannschaften heute sehr, sehr schwer. Für die Zuschauer war es kein schönes Spiel, taktisch geprägt, für die Trainer natürlich ein absoluter Traum und eine Punkteteilung geht im Endeffekt auch in Ordnung zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellendritten. Bielefeld rutscht damit ab, Bochum geht vorbei an den Arminen, somit weiter in Tabellenplatz 2, immer noch sehr in Ordnung für die Aufsteiger, so kann es weitergehen. Lautern kann nicht gewinnen gegen Arminia Bielefeld. So, ich denke mal, das war eine ganz interessante Partie, auch wenn es wenige Szenen gab, aber das ist allgemein momentan so ein Problem, ja auch beim Newcastle-Karrieremodus. Es gibt halt einfach Phasen im Karrieremodus, wo absolut nichts passiert. Das ganze Spiel zwischen den Strafraum, es gibt wenige Chancen auf beiden Seiten und der Computer auf Legende ist jetzt auch nicht so extrem krass, dass er sich so viele Chancen rausspielen würde. Von daher verzeiht mir, aber ich kann da wenig gegen tun. Ich denke mal, das ist irgendwie in Ordnung. Wenn euch das erste Spiel schon mal gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Ich denke mal, das zweite wird auch gar nicht mal so interessant und das geht, wie bereits erwähnt, gegen den SC Paderborn. Wir sind die stärkste Defensive der Liga und wir treffen jetzt auf den Absteiger der vergangenen Saison. Die sind definitiv nicht mit einer guten Defensive abgestiegen, beziehungsweise wegen der guten Defensive abgestiegen. Das heißt, vielleicht haben wir da die Chance mit unseren Stürmern, denn wir haben ja jetzt einen Rückkehrer und zwar Bart Finne. Lorenzen geht nicht raus, der ist noch relativ fit. Allgemein können wir viele Spieler wieder reinholen, unter anderem Bart Finne, der ja gar nicht mit dabei war gegen die Roten Teufel. Auch Ryan Gold, unser neuer Star, kommt wieder rein. Auf links spielt, glaube ich, Afane, genau, auf rechts bleibt Hämlein mit der 68 stehen. Dann auf der 6 natürlich wieder Christensen, unser dänischer Sechser, die Leiger von Borussia Mönchengladbach, der natürlich momentan extrem gut drauf ist. Und dann natürlich auch noch Florian Dick auf der Rechtsverteidigerposition und links Schuppan. Das heißt quasi Stammelf, keine Frage. Abgesehen eventuell von Araujo, der spielt heute nicht, dafür eben Hämlein. Könnte aber auch funktionieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir wollen 3 Punkte holen. Auswärts gegen Paderborn. Arminia Bielefeld zu Gast beim Bundesliga-Absteiger und das war das erste Aufeinandertreffen von Trainer MGT und Stefan Effenberg. Beide ja zur Saisonbeginn neu gekommen, neu auf der Trainerbank und beide in den Farben Blau, Schwarz und Weiß. Das heißt, eine wunderbare Choreografie, bei der die Arminen-Fans auch hätten mitmachen können. Sie weigerten sich aber, wie gewohnt, hier irgendwas dabei zu machen. Auf Tabellenplatz 2 stand momentan Arminia Bielefeld, Paderborn in der ersten Tabellenhälfte gar nicht zu finden. Der Saisonstart nicht so gut geglückt bei den Ostwestfalen. Allerdings wollten sie das heute ändern gegen die stärkste Defensive der Liga. Auch nach dem Gegentor gegen Kaiserslautern war das weiterhin ja Arminia Bielefeld und das war momentan der große Trumpf der Arminia. Düsseldorf mit 7 Gegentoren, schon die zweitstärkste Defensive, also immer noch 3 Tore, quasi Gegentore, besser als die Konkurrenz und das konnte natürlich auch gegen Paderborn der Schlüssel zum Erfolg sein. Wolfgang Hesel bisher mit großartigen Leistungen. Letzte Woche hat er nicht so gut ausgesehen beim Gegentor von Piosek. Heute wollte er es gegen die Offensive von Paderborn besser machen. Kruse, Nare, Rafa, Honeder und Brückner in der Defensive, davor dann Schonlau und Marvin Bakkerlords, der ehemalige Dortmunder, Dickeln, Jeng und Stoppelkamp in der Offensive zusammen mit Mahir Salik. Das auf jeden Fall auch Bundesliga-erfahrene Spieler. Das heißt, es könnte gefährlich werden für die relativ junge Defensive von Arminia Bielefeld, aber die haben Routiniers auf den Außen und die waren heute wieder mit dabei mit Schuppan und Dick. In der Mitte dann Soko Sundberg und Börner, davor Christensen, die Leiger von Borussia Mönchengladbach, Hämlein und Afano auf den Außen und davor der Superstar Ryan Gold zusammen mit Melvin Lorenzen und der Kölner Leiger Bart Finn. Allgemein sehr viele Leihspieler bei Arminia Bielefeld. Das ist aber auch gar nicht schlimm, denn es geht ja nur darum aufzusteigen bzw. die Liga zu halten und warum dann nicht auf solche Mittel zurückgreifen. Der Schiedsrichter pfiff dann die Partie an, Paderborn stieß an und es ging los mit der Arminia und zwar nach 3 Minuten ein Freistoß, gute Position eigentlich für einen Schützen wie Florian Dick, ist ja Standardspezialist bei der Arminia und er nimmt sich der ganzen Sache auch an, knapp 26 Meter vor dem Tor und das sieht sehr, sehr gut aus, ganz, ganz knapp über den Kasten von Lukas Kruse, der da wohl nicht hingekommen wäre, so blieb es erstmal beim 0:0 in der Anfangsphase. Es passierte weiterhin erstmal nicht so viel und wenn, dann war das auf Seiten von Arminia Bielefeld, Afane setzt sich klasse durch, gute Flanke und da ist dann Gold mit dem Kopfball, aber der war nicht so gefährlich, der Schott ist halt kein Kopfballspezialist mit seinen gerade mal 1,67 Meter Körpergröße. Aber dribbeln kann er richtig gut, das zeigt er auch hier mal wieder. Setzt sich klasse durch gegen die Defensive, kommt dann zur Eckfahne und denkt sich, ich lege den Ball nochmal zurück auf Amine Afane.
Der selber hat dann eine gute Idee, will flanken und wird gefoult. Es gibt einen Freistoß und da ist eine relativ aussichtsreiche Position kurz vor der Eckfahne. Das heißt, sie haben die großen langen heute mit vorne. Christensen unter anderem, natürlich ist auch Lorenzen nicht gerade Kopfball schwach. Soko Sundberg, Börner und der Ball kommt auf Ryan Gold. Der versucht mit dem Kopfball, ist aber wie gesagt kein Kopfballspezialist. So schlecht sah es gar nicht aus, aber Kruse hat keine Probleme. Nach 33 Minuten dann Freistoßsituation für Arminia, für Paderborn. Stoppelkamp bringt den an sich gar nicht so schlecht rein, aber werden dann eiskalt ausgekontert. Gold mit der guten Idee auf Finne, Finne auf Lorenzen. Und plötzlich 3 gegen 1, weil keiner mehr so wirklich hinterherkommt. Der Ball zurück von Lorenzen auf den Norweger Bart Finne. Der ist frei vor Kruse. 1:0. 35. Spielminute. Die Führung für Arminia Bielefeld. Und die ging komplett in Ordnung. Paderborns erste Torraumszene mit diesem Freistoß von Moritz Stoppelkamp wurde direkt mal in den Konter umgemünzt. Und Bielefeld nutzt die Chance. Klasse gespielt. Rechts ist der Verteidiger gebunden. Deswegen ist Finne quasi auf links komplett frei. Und er hat gar kein Problem, diesen Ball reinzumachen. Kruse chancenlos. Und dementsprechend die frühe Führung im Vergleich zu den letzten Partien für Arminia Bielefeld natürlich gar nicht mal so früh, aber trotzdem nach 35 Minuten noch in Ordnung. Sie machten auch direkt weiter bei Ryan Gold. Das war der beste Mann auf dem Platz, auch wenn er am Tor nicht beteiligt war. Abgesehen davon, dass er den Konter eingeleitet hatte. Hier ein richtig schöner Versuch, aber der Schotte scheitert diesmal an sich selber. Danach war Halbzeit. Ja, 1:0 Führung ist noch nicht so ganz sicher, denn immer noch kann viel passieren. Trotzdem stand die Defensive, bisher die beste Defensive der zweiten Bundesliga, sehr, sehr gut. Mario Salik, Moritz Stoppelkamp und Kovac zweifelten so ein bisschen und in der zweiten Halbzeit wurde es nicht besser. Hier mal ein Versuch von Afane mit einem Volley, der Schwede nach 70 Minuten mit dem zweiten Highlight der zweiten Halbzeit. Davor gab es nur eine gelbe Karte und es passierte sonst nichts. Und dann kam plötzlich Paderborn und zwar richtig, richtig stark. Hier haben wir Süleyman Kocs mittlerweile eingewechselt. Keiner greift den wirklich an. Da steht mal hier Salik 1:1. 75. Minute aus dem Nichts der Ausgleichstreffer. Das war die erste Torchance des SC Paderborn und die nutzt Salik gleich mal aus. Kocs da außen nicht genug angegriffen. Keiner geht so wirklich drauf. Schuppan lässt ihn da quasi passieren und in der Mitte sieht Soko Sundberg dann nicht so sonderlich gut aus gegen ja eben mal hier Salik. Aber der ist Kopfballstark. Die Fehler wurden vorher gemacht. Und dementsprechend 1:1, das zweite Mal in Folge ein Gegentor für Arminia Bielefeld, die kennen das so gar nicht, wollten jetzt direkt zurückkommen, abgefälscht, am Schluss, da ist Fabian Klos mittlerweile eingewechselt, aber das sah nicht so gut aus, das kann der ehemalige Top-Torschütze der Arminia definitiv besser nach 80 Minuten. Wir gehen in die Schlussphase und da gab es nochmal eine Chance für die Arminia, denn es gab einen Foul am Bart Finne und das Ganze wieder 26 Meter vor dem Tor, genau die gleiche Position wie in der ersten Halbzeit, nur diesmal auf der anderen Seite und wieder natürlich eine Situation für Florian Dick, zunächst einmal noch die gelbe Karte für Rafa, das vollkommen verdient und Dick wollte das Ganze übernehmen. Das ist natürlich Chefsache, deswegen versucht das hier auch wieder aus 26 Metern. Das Ganze sieht wieder gut aus und diesmal rettet die Latte. Es wurde immer knapper, aber es reichte nicht zum 2:1 und die letzte Chance der Partie war das noch nicht. Die hatte der SC Paderborn in der Schlussminute quasi. Süleyman Kocs nochmal, der machte eine gute Partie nach seiner Einwechslung. Ball kommt nochmal raus und wird dann nochmal in die Mitte gespielt und da ist dann plötzlich der Schuss. Ja, und zum Glück ist Hesel da, das Ganze nochmal reingeflankt und wieder Hesel faustet den Ball raus und das war die letzte Aktion der Partie. Danach war Feierabend. Paderborn, der Bundesliga-Absteiger und Arminia Bielefeld, der Zweitbundesliga Aufsteiger, trennen sich mit einem 1:1. Auswärts läuft es noch nicht so ganz, ganz super für die Arminia. Wieder ein Gegentor. 2 Spiele hintereinander, das kennt man hier gar nicht. Mittlerweile schon 5. Das natürlich stößt den Arminen-Fans sauer auf. Die Paderborner-Fans aber auch nicht zufrieden. Man hatte hier unter Stefan Effenberg mit einem Heimsieg gerechnet, hat aber über die ganze gesamte Spielzeit nicht genug dafür investiert. Die Arminia hätte den Sieg vielleicht mehr verdient gehabt als die Paderborner. Im Endeffekt trennen sich diese beiden aber mit einer Punkteteilung 1:1, das zweite Mal innerhalb von 2 Wochen. Da muss jetzt wieder was passieren. Aber daran kann MGT ja mit seinem Trainerteam arbeiten. Unentschieden zwischen der Arminia und dem SC Paderborn. So, Freunde, das war jetzt das zweite dämliche Gegentor in 2 Spielen. Pioseks Tor war nicht so gut verteidigt. Das Tor war richtig scheiße verteidigt. Aber ist aber natürlich auch meine Schuld. Liegt ja nicht nur an der Mannschaft, sondern auch am Spieler. Und der hinterm Controller sitzt, bin halt leider Gottes ich. Und das hätte ich besser verteidigen müssen. Aber gut, Gold hat wieder gezeigt, was er kann. Ich freue mich, dass wir den haben. Ich wünsche mir, dass ich den irgendwie verpflichten kann, wenn wir tatsächlich aufsteigen sollten. Ist das eventuell gar nicht so unrealistisch mit einer Finanzspritze. Also schreibt mir in die Kommentare, soll ich Gold holen oder nicht. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.